Hallo liebe Leute, willkommen bei einer weiteren Basic-Lektion im Online-Coaching und ein Thema, wo ihr euch super Spielplätze suchen könnt, um das zu verbessern, was euch dann nachher im Trail total hilft. Und zwar sind es kleine Steilabfahrten, kleine Steilstufen, man kann auch sehr gut kleine Treppen dafür nehmen. Und da geht es darum, die Dinge, die wir schon geübt haben, eben auf dem Parkplatz, auf einer Wiese oder auf einem leichten Trail, die zentrale Position oder die Körper-Bike-Trennung, dass sich das Fahrrad in eine andere Richtung bewegt als man selber, können wir hier perfekt anwenden. Ebenso auch sauberes, dosiertes Bremsen und gutes Gleichgewichtsgefühl. Das heißt, einer der Hauptdinge beim Lernen zu Hause fürs Mountainbiken ist hier, dass ihr gute Spielplätze findet, wo ihr etwas üben könnt. Nicht direkt in einem schwierigen Trail, wo ihr wisst, in dem einen Trail, der schmal ist, steil, da kommt auch noch eine steile Stufe, sondern erstmal, wo ist denn vielleicht eine Wiese, wo es erstmal normal geht, dann kurz steil und dann wieder normaler. Oder kleine Treppen, Zweiertreppen, Dreiertreppen, die könnt ihr optimal dafür nutzen. Also, zentral entspannt stehend auf das Ding zufahren, dann vorher in eine tiefere Haltung wechseln, auch die Schulterachse absenken, dadurch sind die Arme gebeugt und wenn das Vorderrad in die Steilheit abkippen wird, dann lässt man es ein bisschen runter und bleibt beide mit den Füßen, mit beiden Füßen gleichmäßig auf den Pedalen verteilt stehen und so kann man zentral im Bike stehen bleiben, das Rad unter sich bewegen lassen, der Sattel wandert unter einem nach vorne. Man kann sich gut herantasten, erstmal eine kleine Stufe finden, tief gehen und das Vorderrad runterlassen. Dann kann man noch ein bisschen längeres Steilstück nehmen, vorher klein machen, dann das Vorderrad runterlassen, auf den Füßen stehen bleiben. Wichtig dabei nochmal zu nennen, es gibt das Missverständnis, wenn jemand dann ein Foto macht, wenn man gerade das steile Ding fährt, der Sattel ist dann vor einem, vor dem Schritt. Das heißt nicht, dass man sich aktiv nach hinten gelehnt hat oder nach hinten geschoben hat, die Hüfte, sondern einfach, dass man das Rad runtergelassen hat, die Arme wurden etwas gerader und der Sattel wandert dann im Schritt unter einem nach vorne. Super sind zum Beispiel auch Treppen, da gibt es verschiedene Versionen, unrhythmische Treppen, rhythmische Treppen, kurze Treppen. Man kann dabei halt auch üben, nochmal wie das Rad unter einem sich bewegt. Ich finde das Bild ganz gut wie bei einem Gimbal, dass man selber quasi der Kamerakörper ist, der schön ruhig ist, aber das Rad und die Arme und Beine sind total in Bewegung. Man steht dabei schön auf den Beinen und dann kann das Rad sich richtig schön unter einem hin und her bewegen. Natürlich solltet ihr je nach eurem Level euch langsam steigern, nicht direkt irgendeine steile Vierertreppe runter oder einen total steilen kleinen Wiesenhang, sondern tastet euch das Schritt für Schritt ran, macht das einfach und dann ist es so, ihr wisst, was ihr könnt, ihr müsst euch nicht total so mal überfordern, das wäre dann wieder mental ungünstig und nimmt dann erstmal kleine Steilstellen und ihr könnt alles Schritt für Schritt steigern. Viel Spaß beim Üben! Und seid wirklich kreativ, nutzt euren Blick und findet schöne Stellen zum Üben. Dann könnt ihr das Ganze auch im Wald gut umsetzen. Ich möchte dir eine ganz wichtige Lektion mitgeben und zwar, du kennst das von dir selber, als guter Fahrer sieht man die Welt als Bikerspielplatz und sieht überall Stellen, oh, da springe ich ab, in diese kleine Mulde reinlanden und das ist dieser Freeride-Blick, wo du alles siehst, ah, zum Spielen, genial. Bitte achte darauf, dass du natürlich keine Gesetze oder so brichst mit Privateigentum oder keine Spuren hinterlässt und so weiter. Also man muss natürlich vorsichtig sein, aber du wirst merken, die Welt
sowohl urban als auch in der Natur, bietet so viele Möglichkeiten. Ich bin jetzt hier in einem Skigebiet, was im Winter halt aktiv ist. Im Sommer ist hier gar nichts, ich störe hier niemanden, ich mache nichts kaputt. Und ja, und hier im Hochsauerland sind die Leute auch sehr auf Biker eingestellt, deswegen ist das sehr entspannt. Und allein hier sehe ich tausend Sachen, die ich auf dieser Stelle üben kann. Ich kann zum Beispiel meine Teilnehmer irgendwo abstützen lassen für Balanceübung. Das zu üben, mit Gewicht auf den Beinen locker stehen. Ich kann hier auf einer Linie balancieren, für Fortgeschrittene, risikofrei, aber sehr herausfordernd. Ich kann, hier liegt so ein Schirmständer, den kann ich nehmen fürs Thema eine enge Kurve fahren, mit Blickführung und so weiter. Ich kann Hindernisse nutzen, Vorderrad auf dem Plateau, alles Mögliche.